Herzlich willkommen, liebe Trader und Investoren. Der Titel des heutigen Vortrags ist US-Dollar-Entwertung. Ich habe ihn noch human gehalten und ich möchte gerne zwei Iron Condor Options Trades zeigen. Der Grund für den Vortrag ist, dass selbst bei uns in einem Investment-Chat eine Diskussion losgetreten wurde, ob wir jetzt den Niedergang, die Ablösung des US-Dollars als Weltreservewährung sehen. Und da wollte ich zwei, drei Minuten was zu sagen. Also, bevor wir loslegen, wie immer unser Risiko-Hinweis bitte, wir dürfen keine Anlageberatung tätigen, das ist verboten. Und wir dürfen keine Handelsempfehlung aussprechen. Das ist ebenfalls verboten. Daran halten wir uns auch. Somit ist alles, was wir sagen und zeigen, ausschließlich dienend zu Ausbildungs- und Informationszwecken. Wichtig, wir können je nach Assetklasse, die wir traden, mehr verlieren, als wir bei unserem Broker einzahlen. Was ist noch wichtig? Für die Futures Traders hilft sich die Regel 4.41, egal welcher Backtest hier gezeigt wird, das hat nichts mit der Zukunft zu tun und Copyright ist ebenfalls in Effekt. So, wer bin ich? Für diejenigen, die neu sind auf dem Kanal, mein Name ist Jay Mandrow. Ich bin seit 29 Jahren hauptberuflich in den Märkten, war bei großen Banken in der Welt und habe in den USA in der Virginia Tech mein MBA in Financial Management gemacht. Wo habe ich studiert? Ich sagte es gerade, mein Undergraduate bei der George Mason University und mein MBA in Financial Management an der Virginia Tech. Professionelle Qualifikation, was passiert, wenn du vom Studium zur Bank kommst? Dann hauen sie dir erstmal die dicken Ordner um die Ohren und du darfst als allererstes deine Eurex-Prüfung lernen und dich vorbereiten. Aber zusätzlich durfte ich noch das ACI Dealing Certificate und Diploma machen und ich durfte vom der International Capital Markets Association das ISMA General Certification Program abschließen. Was heißt das? Das heißt, ich kann jegliche Finanzprodukte rechnen. Warum ist das wichtig für uns Investmentbanker? Die Hedging-Kosten sind der faire Preis von jedem Produkt, egal aus wie viel Bausteilen und Bauteilen wir das zusammensetzen. Ja? Auf diesen fairen Preis, / die Hedging-Kosten, setzen wir dann die Marge und die ist kundenabhängig. Wenn wir der Meinung sind, Sie sind ein gut betuchter Kunde, witzigerweise geht dann die Marge hoch. Ja? Produkte, die die allerhöchsten Margen eingerechnet haben und in der Food Chain auf einem Trading Floor der nicht so beliebteste Job ist, sind, wer hätte es gedacht, Zertifikate zu strukturieren. Ja, man zockt halt den Retail Trader ab. Aber gut, auch da kann man Geld verdienen, wenn man weiß, was man tut. Aber du hast eine größere Hürde, weil sie eben nicht börsennotiert sind. So, wo habe ich gearbeitet? Ich sage liebevoll oft, wo habe ich nicht gearbeitet? Angefangen bei der Hypo Vereinsbank damals, UniCredit im Trading, über Concord zur SEB, Lehman Brothers, da spaße ich oft und sage, wow, ich glaube 147 Jahre Firmenhistorie. Ich müsste es googeln nochmal. Was ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass ich die letzten dreieinhalb erwische? Dann Nomura, Talbot Prebon und Société Générale, über New York, London, Frankfurt, alles getradet und gearbeitet. Als ich 2016 die Firma gegründet habe, hatte ich mich etabliert, indem ich erstmal ein paar Fachartikel geschrieben hatte, die auch heute noch hochinteressant ist und die auf unserem Blog, auf der Webseite auch zu lesen sind. Was machen wir bei JMFX? Ich habe für mein eigenes Vermögen zur Vermehrung einen FX Swing Trading Prozess entwickelt, institutioneller Prozess, Coca-Cola-Formel nenne ich ihn auch als Bild. Ich habe die Coca-Cola-Formel zusammengestellt für mich. Das heißt, ich habe nicht die Ingredients erfunden, sondern die Zusammenstellung. Und da ist das Renditeziel mindestens 1,5% in der Woche, was wir buchhaltermäßig einfach abarbeiten. Und dann Investments, Wochen und Monate, Haltedauer, Ziel 1-2% im Monat oder Strategie, die ich heute zeige, 10-25% im Monat. Und dann im Intraday-Trading, ich liebe News-Trading, wenn also im Wirtschaftskalender etwas zu tun ist. Heute zum Beispiel UK, Zahlen kamen besser, Pfundstärke, easy trade. Ja? Ziel mindestens 1% pro Tag. Okay, Agenda für heute, wie ich sagte, diese US-Dollar-Entwertung. Jay, wird der Dollar entwertet? Ja, möchte ich jetzt mal für alle was zu sagen. Drei Sätze und dann, das ist falsch, sorry. So, wer mich länger kennt, weiß, geht nicht, muss ich sofort ändern. Iron Condor Trades. Geändert, weiter geht's. Schneide nie Videos. Never. Mache ich nicht. Ist alles immer First Take. Let's go.
wir sind alle Menschen, wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Oder wie geht das? Wo gehobelt wird, fallen Späne? Ist ja auch wurscht. So, US-Dollar-Entwertung. So, worum geht es hier? Seit ein paar Monaten beobachte ich zunehmend Diskussionen. Ja, auch Bloomberg, Reuters, egal wo, ich sehe Artikel und die Diskussion geht darum, ob der US-Dollar seine Rolle als Weltreservewährung verlieren wird. Geht sogar so weit, nur weil der One-Year US-CDS-Spread auseinanderweitet, dass Trader sich Sorgen machen, ob jetzt die USA mit dem Debt-Ceiling bankrott gehen und wir eine Bankenkrise haben, bla bla bla. Das ist nicht heutiges Thema, ne? Ich sage dann immer und immer wieder, ich höre das seit Jahren, dass der Dollar die Weltreservewährungsstellung abgibt. Ja? Aber heute schauen wir mal, wie der Stand der Dinge ist. Was war einer der Auslöser? Da habe ich direkt den Spike in der Diskussion gesehen, als China und Brasilien daran gearbeitet haben, an ihrer Vereinbarung, bilateralen Handel in ihren eigenen Währungen statt im Dollar abzuwickeln. Man möchte, nicht ganz zu Unrecht, diese Tyrannei der Amis am Dollar vorbei regeln. Ja, es versucht, sich ein Gegengewicht zu finden. Und das ist ja auch völlig natürlich und das darf es auch. Denn Fakt ist, alle globalen US-Dollar-Transaktionen laufen über die Federal Reserve Bank of New York. Alle. So, Rohstoffe werden zum Beispiel in US-Dollar gehandelt. Ja, wenn also Brasilien an China Öl liefert, dann hat bisher China in US-Dollar bezahlt und das wird geklärt und gesettelt, so nennen wir das, das Geschäft klärt über die Federal Reserve Bank of New York. Fakt ist auch, dass die USA diese Möglichkeit, den Dollar zu klären, als Waffe einsetzen. Wir haben eine französische Großbank, die wurde vor einigen Jahren zu hohen, hohen Strafen einfach bestraft. Sie musste hohe Geldstrafe bezahlen, diese Bank, weil die Amis behauptet haben, die Bank macht mit Unternehmen, die auf einer Sanktionsliste stehen, Geschäfte. So, dann spricht der Ami einfach die Strafe aus und die Bank muss latzen. Latzt sie nicht, wird ihr die Möglichkeit genommen, US-Dollar zu clearen. Als internationale Großbank bist du dann tot. Ja, du bist tot, du kannst gar nichts mehr machen. So, das ist Fakt, das wird von den Amerikanern so gehandhabt, leider. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. So, und als Weltreservewährung haben die Amerikaner kein Wechselkursrisiko, weil die müssen ihre Währung nicht in die Reservewährung umtauschen, wie alle anderen, um Handel oder Investitionen oder Refinanzierung zu betreiben. Das ist der große Vorteil der Amerikaner. Heißt aber auch, ich muss die Welt mit Dollar versorgen. Das ist etwas, was Herr Trump nicht verstanden hatte. Wenn wir 5% Wirtschaftswachstum in den USA haben, dann muss in dem Jahr auch 5% mehr Dollar gedruckt werden, weil die Welt braucht diesen höheren Dollarbestand. Globaler Handel, Weltreservewährung, das heißt, du wächst und schrumpfst mit dem globalen GDP sozusagen deine Geldmenge mit. Wird nicht gemacht, das führt immer wieder zu Problemen. Diese Probleme werden dann von der Fed gelöst, indem sie sogenannte Dollar-Swap-Linien einrichten zwischen internationalen Großbanken und sich selbst. Läuft dann wieder über die Federal Reserve in New York. Dollarentwertung, wie geht's weiter? Das Argument lautet also, auf eine Entdollarisierung folgt eine unvermeidliche Währungsabwertung. Ergo Short Dollar. Also dieser Gedanke hat sich verselbstständigt in diesen Diskussionen. Vor allem Russland und China haben ein Interesse an einer Entdollarisierung, aber eben auch alle BRIC-Staaten. Die Gegenseite argumentiert, dass solange die USA die größte offene Handelswirtschaft sind, der Zugang zur US-Wirtschaft globaler Nachfrage sieht und solange ein Währungswechsel mit viel Arbeit und großen Unannehmlichkeiten verbunden ist, ist die Position des Dollars als Weltreservewährung sicher. Stell dir vor, oder weiß nicht, stell dir vor, hast du schon mal dein Girokonto gewechselt? Was das für ein Aufstand ist, ein Girokonto zu wechseln? Ich habe das einmal gemacht und ich bin immer noch bei dieser endlos schlechten Postbank, gehört glaube ich zur Deutschen Bank mittlerweile. Es ist Horror. Horror, einfach Horror. Ich habe bei einem Immobilienkauf 1 Million überwiesen und die ging und ging und ging und ging und ging nicht durch. Und keine Sau kann dir da helfen. Nobody, niemand, nichts, niemand kann dir da helfen.
bis ich rausgefunden habe, dass du 1 Million bei der Postbank nicht überweisen kannst. Du kannst nur 999.999 überweisen. What the heck? Braucht kein Mensch solche Kopfschmerzen, ja? Useless. Egal. Kommen wir wieder zurück zu Dollar, Debasement des Dollars. Die valide Frage ist, wie ist denn jetzt der Status quo und wer könnte denn der Nachfolger werden? Weil das höre ich nicht raus. Es wird einfach angenommen, der Johann. Okay. Jetzt mal zur Aufklärung. Die Zentralbank der Zentralbanken, die Bank for International Settlement in der Schweiz, BIS abgekürzt, macht alle 3 Jahre eine Marktumfrage, was den FX-Markt angeht. Alle 3 Jahre. Und die letzte wurde publiziert im Dezember 2022 und davor 2019. Und was wir sehen ist Foreign Exchange Market Turnover by Currency. Okay? Market Turnover. Wir haben fast 90%, 88,5% von allen Transaktionen auf der Welt sind im US-Dollar. Und das ist nicht verändert zu den 88,3% 3 Jahre vorher. Gefolgt von 13% Pfund, 12,9 versus 12,8 vor 3 Jahren. Und dann der Yuan, der wächst, 7% und 4,3. Unter ferner Liefen. Der Aussie hat sogar 6,4. Okay, anderes Bild, selbe Informationen anders dargestellt. Hier ganz schön zu sehen, seit wann gibt's den Yuan denn überhaupt? Ja, seit 2007, da war das erste Blip auf dem Radar und jetzt wächst er langsam. Also, wir haben einen langen, langen Weg vor uns, wenn diese hysterische Diskussion tatsächlich fruchten soll, bis wir mal den Dollar, den Rang Nummer 1, abgelaufen haben. Und tatsächlich zu switchen in eine andere Währung ist um ein Zigfaches komplizierter, als dein Girokonto zu wechseln. Ja? Das sind also die Daten, die Fakten, das sind die Zahlen, das ist Fakt, Dezember 22. Die Daten zeigen also, dass der Dollar seinen Status als Weltreservewährung im Hier und Jetzt nicht abgibt. Das ist Fakt. Konkurrenten könnten im Moment nur Yuan und Euro sein, aber 7% und was hatten wir beim Euro? Wir gehen zurück, der Euro hat 30,5%. Ja? Das ist schon, der Yuan ist gar nicht aufgeführt hier, doch hier 7%. So. Also, sagen wir 90, 30 und 7. 90, 30 und 7. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Folie. Konkurrenten könnten eher der Euro sein und dann der Yuan. Ja? Aber der Yuan ist nicht frei handelbar und die wirtschaftliche Stabilität der USA ist der europäischen überlegen. Ebenfalls Fakt. Jetzt kommen die Ponderabilien. Wenn sich China öffnen sollte, Schweine fliegen auch durchs Weltall, ich habe alles schon erlebt. Also, wenn China sich öffnet und die USA sich politisch selbst vernichten, das ist realistischer im Moment, dann könnte sich eines Tages der Status des US-Dollars ändern. Ja, Jay, wir handeln ja die Zukunft und deswegen ist das doch so. Wie willst du denn jetzt heute mit diesem Trade Geld verdienen? Was willst du denn jetzt machen? Willst du dein Haus verkaufen und die übrigens nicht verkaufbar, dank dem Sanierungsgesetzen. Herzlichen Dank, liebe EU. Und auch danke an den Kinderbuchautor. Das ist richtig klasse jetzt. 40% aller Eigenheime sind davon betroffen. What the heck? Anyways, wo ist denn der Trade? Mich interessiert immer, wo ist der Trade? Wir können nämlich beim Lagerfeuer mit einem alkoholfreien Bier so viel diskutieren, wie wir wollen. Alles schön, was in der Zukunft vielleicht passiert oder nicht passiert, aber wo ist jetzt der Trade? Ja? Denn die Wahrscheinlichkeit, auf das Ende der Welt zu spekulieren, ist extrem gering. Denn das Ende der Welt passiert genau ein einziges Mal. Und es ist nicht garantiert, dass für immer der Dollar Weltreservewährung ist. Das ist klar, das sehe ich genauso. Aber diese Imponderabilien und das Wachstum, das müsste erstmal kommen. Stabilität in Europa, die Wirtschaft müsste sicherer sein. Good luck mit Dutzenden von Köchen in der Küche, klappt das hervorragend, nämlich gar nicht. Dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass China sich öffnet. Aber vielleicht ist es auch wahrscheinlich, dass wir in 2 bis 5 Jahren einen heißen Krieg haben zwischen USA und China, weil die sich Taiwan einverleiben wollen. Ja? Vielleicht ist es aber auch in 10 Jahren so, dass wir gar keine Probleme haben werden, weil die künstliche Intelligenz uns überrollt hat. Oder vielleicht, verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist alles schön und gut, abends beim Wässerchen dich drüber zu unterhalten. Das ist aber kein Trade jetzt. Ich liebe Daten und Zahlen und Mathematik und im Moment sind das zwar tolle Artikel und Clickbait, aber ich sehe keinen Trade. Okay? Hier ist der Dollar-Index für dich als Bild.
Wir hatten hier bis 1968 zurückgehend im Februar 85 unser High und wir hatten am 3. März unser Low. Sorry, dass es auf Prozent eingestellt ist, wurscht. Und wir hatten ein 50er Retracement um das Year 2000 herum. Ja? So, und da siehst du, wenn das so wäre, dass wir einen Dollar Debasement hätten, dann wären wir unterhalb des Lows und wir sind nirgendwo, gar nichts. Ja? Vielleicht hilft das. 15 Minuten, um einfach dich darauf zurückzufokussieren. Schau auf die Daten und es ist immer interessant, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Allerdings werden wir nicht dafür bezahlt, für diese Gedanken der Zukunft, sondern wir werden für Trades im Hier und Jetzt bezahlt und die gilt es für uns zu suchen. Und das ist vielleicht ein guter Übergang, über Options Trading zu sprechen. Iron Condor ist eine ganz, ganz beliebte Strategie, um Erträge als Stillhalter zu generieren. Was wird da gemacht? Ich gehe short einen Call Spread und ich gehe short einen Put Spread. Ich erwarte also, dass ein Wert innerhalb von einer Range handelt. Geld zu verdienen mit Iron Condors ist super einfach. Der Trick ist zu wissen, wann ich bei diesem Konstrukt eingreifen muss und wie, um unter allen Umständen große Verluste zu vermeiden. Ziel ist es, 10-25% innerhalb von zum Beispiel 30 Tagen auf das riskierte Kapital zu generieren. So sieht einer meiner Tradingpläne dafür aus. Ja? Beispiel, ich setze $400 ein und erwarte $100 Gewinn. Dann kann ich nicht die kompletten $400 verspielen. Dann ist mein Chance-Risiko vernichtend und ich bin platt. Mein Erwartungswert wird dann negativ. Das heißt, ich kann maximal, mein Trade-Plan lautet so, ich weiß nicht, wie deiner aussieht, maximal 1:1 spielen. Warum kriege ich dann einen positiven Erwartungswert? Weil der Iron Condor die Strategie hat, in der Regel um die 80% Probability, Wahrscheinlichkeit, dass du grün aus dem Trade rausgehst. Und wir erinnern uns, der Erwartungswert war Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinner mal durchschnittlicher Gewinner minus Wahrscheinlichkeit auf einen Verlierer mal Größe des durchschnittlichen Verlierers. Und wenn mein Tradingplan so eisenhart ist, dass ich entweder plus oder minus 100 rausgehe, dann ist mein Erwartungswert $80 minus $20 gleich $60. Also von 12 Trades im Jahr, 10 versuchen positiv rauszukommen. Ja? Dann wird da ein Schuh draus in der Umsetzung. Nochmal, der Trick ist zu wissen, wann ich angreifen muss und dann wie. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Adjustment-Strategien, die ich da machen kann, wenn ich das möchte. Eine davon zeige ich euch. Ich hatte am 3. Wann war es drin? Wir sehen es gleich. Ich hatte Anfang März auf den 21. April 23 einen Iron Condor auf den SPY abgesetzt für mein Team, um das auszubilden. Hier ist das Chartbild dazu. Ich bin eingegangen einen Bull Put Spread und einen Bear Call Spread, so heißt das. Und die rote Linie sind die Strikes, die ich short gegangen bin, 4,20 und als Rückversicherung darüber die 4,25 und nach unten der 3,55, 3,50er. Bull-Put-Spread. Bullish deswegen, weil ich ja erwarte, dass der Markt steigt. Ja, und das Volumen hier, was du siehst, das war der Auslöser für meinen Trade. Richtig, genau, gut gesehen. So und so sieht das Ding dann aus. Du siehst also 3,55 und 3,50 Short und Long, 4,20 und 4,25 Short und Long und dann hast du hier dein Einkommensdach, dein Stillhalterdach. Und der Trick ist, die schwarze Linie oberhalb von der T+0-Linie zu halten, ja, immer oben auf dem Berg zu bleiben. Darum geht es sozusagen, bildlich gesprochen. So, Trade Update, 15. März. Ich gucke nochmal für mich gerade, wann bin ich? 10. März bin ich den eingegangen. Also 5 Tage später, völlig fein, alles ist in Ordnung, ja. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Greeks ein, weil ich dich überhaupt nicht verunsichern möchte. Ich bilde das auch alles sehr langsam, ruhig und praktisch aus. Wir haben nämlich unseren Jim Knopf. Jeder Trader hat ja einen Spitznamen. Ein guter Trader hat einen Spitznamen. Liebe Grüße an dich, Jim Knopf. Du weißt genau, wer gemeint ist, der Steffen. Der mochte Delta, Gamma, Vega, Theta, das wollte er nicht, ja. Und wir fangen noch nicht mal an mit Charm oder Roh, da sind wir gar nicht. Und langsam über dieses praktische Zeigen, jede Woche, jeden Monat diese Trades zu zeigen und auch diese Adjustments live zu erleben, da wird ein Schuh draus. So, 16. März, alles ist fein. 17. März, alles ist fein. Ja, das tickert einfach, die Kohle läuft einfach rein.
Das war dann hier für 10. März, 16. März, 20. März und Monats März habe ich über diese Optionstrades auf eingesetztes Kapital 91.286 Dollar 1,49% gemacht. Also genau in dem, was ich passiv reinholen möchte, über zum Beispiel hier waren eingesetzt Cash Secured Puts und Iron Condors. Du siehst aber auch, die Cash Secured Puts, die haben kleinere Renditen, 1,21, 1,69, 1,07. Da versuche ich 1-2% im Monat zu generieren. Iron Condor, wenn er so perfekt durchlaufen würde, 19-25% Rendite. Ja? Also es ist hohe Rendite, auch höheres Risiko, logischerweise. Okay, super. So, 3. April, jetzt musste ich agieren. Am 3. April hat sich etwas in den Greeks verändert, dass ich agieren wollte. Und was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen und wir nennen das die Non-Threatened Side. Also, wo ist denn meine Maus? Witzig, hier unten. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Also, das Ding ist jetzt mittlerweile quasi wertlos. Also habe ich den nach oben gerollt. Wir nennen das Rolling Up. Ich habe also diesen Bull-Put-Spread 3,55, 3,50 zurückgekauft und 3,90, 3,85 neu aufgesetzt. Und den 4,20, 4,25er Bear Call Spread, den habe ich zugemacht und nach oben gerollt auf 4,25, 4,30 und nicht aus dem Iron Condor ein Iron Condor gelassen, sondern jetzt ein Unbalanced Iron Condor gemacht, wie wir gleich sehen. Ich habe die Positionsgröße nach oben hin erhöht. Was, Jay, was machst du denn? Du kannst doch nicht, warum? Doch, kann ich. I actually know what I'm doing. Mein Target ist schon die ganze Zeit 4.200 auf den ES. Aber ich fliege morgen in Urlaub, also muss ich das Ding heute so oder so zumachen. Wollte ihn eigentlich schon gestern zumachen, weil ich die letzte Woche, die nennen wir Gamma Week, ungerne mitnehme. Braucht man nicht. Den Schmerz braucht man nicht, wenn jetzt was passiert. Und wir haben Earnings Season in Full Effect. Brauchst du auch nicht dieses Theater. Deswegen gab es diesen Monat wenig Cash Secured Puts. Okay, anyways, ich komme ab. So sah das hier in der Risikosoftware aus. Ja? Ich rolle den Berg runter, das geht nicht. Ich muss wieder hoch auf den Mount Everest. Let's go. Und so sieht es nach den Adjustments aus. Ich bin wieder okay, was die Bergspitze angeht. Und ich sehe aber, dass ich mein Risikokapital auf der Call-Seite erhöht habe, weil ich bin jetzt 2 Short. Ja? Stör dich nicht an den kleinen Zahlen, das ist völlig irrelevant. Du kannst da so viele Nullen dranhängen, wie du willst, beziehungsweise wie du Kapital hast. Ja? Lernen kann man auch mit kleinen Positionen. Und so bilde ich aus. Ich möchte nicht, dass die Leute Herzschmerzen haben, weil sie noch überhaupt nicht wissen, wie ein Markt reagiert. Ja, am besten ist noch, du machst Zero DTE oder Weekly Options und das am besten auf Netflix, heute den Trade eingegangen und wunderst dich morgen, warum dir das Ding um die Ohren geflogen ist. Passiert ja leider. Musste nur Reddit, Wall Street Bet Online verfolgen. Und sehr traurig, was es da teilweise zu lesen gibt. Anyways, so, also Trade Update am 12. April. Alles ist wieder okay. Wir sind oben auf der Spitze des Berges und Trade closed heute am 18. April ins Close hinein. Wirst du gleich sehen. Also hier waren meine Rolls und Trade ist geclosed worden. So, was ist denn jetzt rausgekommen? Auch hier, ich habe minutiös jede einzelne Transaktion aufgeführt. Jede einzelne Transaktion aufgeführt. Am Ende waren es 126 Dollar. Und jetzt können wir uns streiten. Ja, was nimmst du denn als Risikokapital? Auf der Put-Seite hat sich maximal 374 Dollar Risiko, weil er kann ja nicht auf zwei Seiten gleichzeitig auslaufen. Ich bin aber okay damit, wenn du sagst, aber Jay, die Call-Seite war doch jetzt threatened. Ja, dann nimm doch, und du hast das Kapital erhöht, dann nimm doch die Rendite auf die Upside. Können wir auch machen, dann haben wir 126 durch 874, sind wir bei 14%. Vielleicht liegt die Wahrheit auch in der Mitte bei 17%. Who cares? Anyways, es war ein weiterer erfolgreicher Trade, wie alle diesen Jahres. Wir hatten noch keinen einzigen Lost Trade und wir haben jetzt April abgehakt. Auf geht's in den Mai. Achso, hier unten sind die Trades. Da siehst du, dass ich ins Close, hier war ich sogar richtig, richtig spät, aber ins Close das Ding zugemacht. Und du siehst, sie sind wertlos. Lass dich also nicht von dem Chart beeindrucken. Das liegt einfach daran, in der Gamma-Woche. Und wir haben noch 3 Tage. Jetzt nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag laufen die Dinge aus. Kann aber auch ganz, ganz böse, schlimm für dich enden, wenn das Ding auf einmal ins Geld läuft, ja? Was nicht auszuschließen ist. Okay, für den 16. Juni habe ich aufgesetzt dieses Konstrukt und da siehst du, kenne ich doch jetzt, heißt Iron Condor. Ja genau, ist ein Iron Condor, hast du super gesehen und wir
arbeiten auf die 22,5% hin und schauen, was dann dabei rauskommt an Adjustments etc. pp. Also, das ist unter der Kolumne Investment. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Und der erste Teil war was? Genau, richtig. Wir hatten uns darüber ausgelassen, ob der Dollar, diese Diskussionen, die jetzt auch im Internet geführt werden, ob wir wirklich jetzt davor stehen, dass sich die Welt ändert. Wir werden das dann in 3 Jahren sehen, ob sich die 88,5% verringert haben und ob sich die 7% im Yuan erhöht haben. Schauen wir mal. Okay. Wenn ihr das ebenfalls lernen wollt, wir haben vom 6. bis zum 8. Mai unsere nächste Berufsausbildung mit 2 Plätzen frei. 2 Stück haben wir noch frei. Hier steht, was alles dabei ist. Wenn du Fragen hast, ich gucke auch im Urlaub rein, ich bin eine Woche jetzt im Ausland, an die Fragen@. Und ansonsten kannst du auch gerne auf Google schauen, unsere Rezession, oder du kannst auf die Webseite schauen, kannst unseren Blog lesen und dich informieren, was wir machen. Und vielleicht sehen wir dich ja, vielleicht bist du ja einer der 2, die kommen vom 6. bis zum 8. Mai, um diesen Beruf zu erlernen. Und dann, wie wir auch, 1,5% mindestens die Woche, bis zu 10% im Monat und bis zu 1% pro News-Event. Das sind die Minimum-Anforderungen. Ja? Wir sind ein super Team, sehr, sehr hohes Niveau, auf dem das Team miteinander kommuniziert. In diesem Sinne, lieben Gruß an mein Team. Danke euch, dem YouTube-Kanal, fürs Schauen. Ich wünsche euch eine super Woche. Ich bin weg. Ich komme erst kommende Woche wieder zurück. Alles Liebe bis dahin. Bleibt vor allen Dingen gesund. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Bye-bye.